So, meine Freunde, und aus der Arena von Yantara City melden wir uns wieder zurück. Und heute geht's weiter mit prächtigen Battles und einem, vielleicht einem Arena-Leiterkampf. Das wissen wir noch nicht, aber wir wissen jedenfalls, dass es heute abgehen wird mit Kämpfen. Wenn ich mal diese Trainer hier finden würde. Und eventuell steigen wir auf Rollerblades um und da haben wir die erste Trainerin. Du machst Mumm, mich beim Skaten aufzuhalten. Ne, du hast Mumm, mich beim Skaten aufzuhalten. Ja. Da haben wir nämlich herausfordernden Gwinnett. Und Gwinnett schickt erstmal Mediti in den Kampf. Und Mediti hat eine Schwäche gegen Schattenklaue oder Dunkelklaue von unserem lieblichen Dragoon. Und Dragoon wird sich jetzt erstmal dieses Mediti vorknüpfen. Und sie benutzt Kraftreserve. Und diese Kraftreserve macht sogar einigermaßen Schaden bei uns. Was mich nicht wirklich freut. Egal. Mediti benutzt nochmal Kraftreserve und das sollte, wenn es nicht crittet, nicht K.O.n. Finde ich super, aber wir im Gegenzug mit unserer Dunkelklaue werden Mediti ausschalten und damit ist Mediti Schnee von gestern. Auch wenn jetzt gerade wunderschön die Sonne scheint. Was für ein tolles Wortspiel. So, Lin Fu will meine Gegnerin einwechseln. Kein Problem, das ist der perfekte Auftritt für Flower Power. Ja, wir haben heute wieder wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint wie sonst was heute. Finde ich richtig gut, finde ich spitze. Das macht Mut. Das macht Lust auf mehr. Und ja, ich muss jetzt gleich noch für, ich glaube, umgerechnet so 2 Stunden knapp in die Schule. Für die Mittagsstunden. Und dann habe ich auch langes Wochenende. Morgen ist ja Frohen Leichnam. Ich glaube, überall in Deutschland. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube aber, das ist ein bundesweiter oder ein landesweiter Feiertag. Und am Freitag habe ich halt auch noch diesen Brückentag, der letzte im Jahr. Und dann sind noch 2 Wochen und dann habe ich Schulferien. Und Crash will Antikraft erlernen, die wir ihn aber nicht beibringen, weil Antikraft physisch ist und man, nee, speziell ist und man Aerodactyl nie speziell spielt. So, unsere Arena ist das Ziel, dass wir gegen alle Trainer kämpfen und so eine Rollerskatebahn errichten, die uns dann zu Arena-Leiterin führt. Sieht so aus, als würdest du ein wenig Hilfe benötigen. Keine Sorge, ich bringe dir jetzt alles zu den Themen Skaten und Kämpfen bei. Pass gut auf. Ja, ich habe heute, oder ich werde jetzt gleich, oder ich lade jetzt gerade nebenbei ein Wi-Fi-Battle für heute hoch. Ich hoffe, alle Leute kommen jetzt wieder auf ihre Kosten. Ich kann ja schon mal den Plan auch für morgen dann ansagen. Morgen wird, morgen wird es auf jeden Fall einen neuen TCG-Part geben. Ich bin in letzter Zeit wieder richtig in TCG-Laune. Mir gelingt auch irgendwie im TCG in letzter Zeit echt viel, finde ich, für meine Verhältnisse. Und ja, es macht auch zurzeit mega viel Spaß. Ich habe richtig viel Lust auf Videos, auf alles drum und dran. Dieses Wetter, das wirkt irgendwie magisch auf mich. Und ich habe auch schon in dem Wi-Fi-Battle erzählt, ich freue mich auch schon riesig auf die neue Edition. Die werde ich dann natürlich auch noch let's playen für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Wahrscheinlich mehr oder weniger zum Release dann. Vielleicht nicht ganz zum 28. November, vielleicht ein paar Tage später. Wahrscheinlich ein paar Tage später. Aber dann gibt es auch das Badass Scaraborn. Heftiger Scheiß. Ich mag Scaraborn. Scaraborn ist mit eins der coolsten Pokémon, die es gibt. Auch wenn die Mega-Entwicklung es ein bisschen uncool macht. Aber Scaraborn so an sich. Es sieht so lieblich aus. Ja, aber es hat Muckis. Es hat Power. Es hat 2 zerstörerische Step-Moves mit Feelender und Nahkampf. Es ist einfach nur ein krasses Pokémon. Anders kann man es in meinen Augen einfach nicht ausdrücken. So, wir haben jetzt gerade 13:37 Uhr. Lied! Oh yeah. Lied. Und in letzter Zeit kommt es mir immer wieder häufiger vor, dass ich Leute von YouTube im Real Life sehe, die mich dann ganz spontan ansprechen und einfach mal so sagen, ey, du bist doch Regel, dies, das, Ananas. Und dann sage ich ja, klar, ich bin der Bänger, der HC-Empfänger. Bisschen Smalltalk wird dann geführt und ja, ich finde das schon irgendwie richtig episch, richtig cool vor allen Dingen auch. Und ja, also falls ihr mich mal irgendwie im Real Life sehen solltet, dann traut euch ruhig, mich anzusprechen, jetzt mal nur so nebenbei. Ich beiße nicht, weil letztens hat mir auch einer geschrieben, ich habe dich gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Ja, Leute, ich beiße nicht. Ich bin total lieb. Und ich bin ein ganz netter Bursche, wenn ihr auch nett zu mir seid. Und Punch-Up ist noch gar nicht von Typ Unlicht. Das
Hätte mir jetzt einer sagen müssen. So, könnte jetzt sein, dass Junglut eventuell besiegt wird. Wenn... Okay, doch nicht. Wollte schon sagen. Also es hätte die Möglichkeit bestand, aber dass unser süßes Junglut jetzt besiegt werden würde. So, Konter mit Doppelkick. Was auch ein K.O. ist, wie ich gerade sehe. Richtig gut, richtig nice. Und damit hätten wir die Trainerin Nummer 3 schon auf 2 Pokémon dezimiert. Motherfucker. So. So, Cyberreich Level 29, Chocküsel. Und will Donnerblitz lernen. Nice, Schatz. Finde ich richtig gut. Anstelle von Donnerschock natürlich. Wer braucht schon Dönerschock, wenn man Dönerblitz haben kann? Wer braucht einen Schock, wenn man einen Blitz haben kann? Irgendwie macht das keinen Sinn. Na, egal. So, Nein. 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 Habe ich gerade richtig gelesen? Leute, ich habe mich doch gerade verlesen, oder? Nein! Du fette Missgeburt, Alter. Ich hasse dich. Boah, das wird mein neues Hass-Pokémon. Nummer 1. Yui Testo, ey. Fettes Ding. Ey, Moment mal, nur Geowurf. Das andere konnte ja Dampfwalze. Ja, solange es nur Geowurf ist, ist das ja kein Ding. So paralysiert ist es. Ich glaube, Donnerblitz sollte trotz der Paralyse jetzt mehr Schaden machen als Elektroball. Ich könnte aber einfach mal beides benutzen. Um so einen Vergleich zu haben. So, unser Pikachu wird da gerade gequetscht wie sonst was. Lass uns mal Pikachu in Ruhe, du Sau. So. Wow! Elektroball macht ja viel mehr Schaden. Aber das sollten wir uns merken. Donnerwelle, also Paralyse in Kombination mit hier dem Pokémon da. Dem Pokémon da. Macht mega viel Schaden. Ja, schade. War zwar jetzt auch ein Crit, aber K.O. hätte es trotzdem können. Dann hätten wir jetzt unser süßes Pikachu nicht verloren. Oh Mann, oh. Mann, oh! So, egal. Level 29 für Flower Power werden wir wahrscheinlich für den Arenaleiter oder für die Arenaleiterin auch gebrauchen. Und Marshall kommt jetzt auch noch in den Kampf. Boah, unser Team sieht schon so zerstört aus, sage ich euch. Alter Schwede. So, komm mal bunter. Ich muss jetzt auf dich vertrauen, Mann. Mach was draus, bitte. Missbrauch mein Vertrauen nicht. Und zerstöre dieses Marshall bitte mit einem Two-Hit mit Ackerwelle. Stattdessen kassieren wir einen Fußtritt. Unser Speed wird gesenkt. Was absolut horrible ist, aber da muss man durch. Und nochmal Ackerwelle. Und na, wieder kein K.O. Schade. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem wir sogar langsamer sein sollten als Marshock. Aber das macht uns nichts aus, denn wir haben ruckzuck bam 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 hieb. Und Marshock wird besiegt. Bam, voll in die Fresse, Alter. So, Level 32. Und ich meine 33, schon mal bunter. Richtig Chocküsel und es will Katapult lernen, brauchen wir nicht. Einen physischen Gesteinswurf mit 50 Stärke, das ist lächerlich. Also, pff. Wofür, ne? Wofür, Mann? Ist absolut unnötig. So, Nummer 3 wurde jetzt auch hochgefahren und wir brauchen nur noch eine Trainerin zu besiegen. Und danach hätten wir alles soweit erreicht. Ich werde jetzt sogar noch einen Beleber auf Sayo benutzen. Schatz, du kriegst jetzt einen Beleber drauf. Also nur für dich, just for you. So, Protein haben wir auch. Protein kriegt Jungblut. Bisschen Anabolika müssen sein. Anabolika, ich hab breite Schultern. Geld auf den Tisch. Nee. Anabolika, ich hab breite Schultern. Geld auf den Tisch, jetzt wird... Jetzt. Nee, wie ging das nochmal? Das war irgendwie so ein Text von Farid. Anabolika, ich hab breite Schultern. Geld auf den Tisch. Ich tick weißes Pulver. Ja, so hieß der Spruch. Ja, jetzt fassen sich bestimmt einige so an den Kopf und fragen sich, hat der das gerade echt gesagt? Aber ja, ich habe den Spruch in der Tat jetzt gerade echt gebracht. Und meine Gegnerin schickt jetzt wieder ein Karadonis in den Kampf. Karadonis der Adonis, Alter. So, aber Karadonis habe ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Ist nicht so bulky wie, Yuitesto und deswegen können wir eigentlich Karadonis mit weniger Angriffen erfolgreicher besiegen. Aber dafür hat Karadonis Robustheit, meine ich. Und deswegen kann man das in den meisten Fällen leider nicht mit einem Schlag besiegen. So, jetzt haben wir mal einen Two-Shot hinbekommen. Richtig gut. Donnerblitz in Kombination mit Aquaville. Der nächste Fettsack. Was ist denn da los? Fettsack hier, Fettsack da.
Und Hariyama ist auch wieder so ein fettes Ding. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt irgendwie besiegen kann. Also zuverlässig besiegen kann. So, Bauchtrommel. Das ist sogar gut. Ich habe es jetzt nämlich paralysiert. Es hat Bauchtrommel benutzt. Und Elektroball sollte jetzt massiven Schaden machen. Weil Hariyama verdammt langsam ist. So, aber es reicht nicht für ein K.O. Ist aber kein Problem. Weil er paralysiert ist. Und dementsprechend können wir jetzt mit einem Donnerblitz dem Hariyama den Garaus machen. Nice. So lobe ich mir das. Dann hätten wir mal eben hier fix die Arena gebasht. Fehlt nur noch die Arena-Leiterin und die knöpfen wir uns jetzt auch noch vor. Conny, du krasses Vibe. Du, was könnte ich jetzt sagen? Krasses Vibe, ja, krasses Vibe ist gut. Ja, aber vorher werden wir natürlich erstmal unsere Pokémon heilen. Ich meine, kann ja nicht sein, dass wir dann irgendwie mit komischen Level, was weiß ich was, Pokémon da antanzen und dann voll auf die Fresse kriegen. Bäm, voll in die Fresse. Das geht dann natürlich nicht. Wir müssen erstmal unsere Pokémon heilen. So, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Pokémon sie benutzt. Ein Pokémon habe ich, glaube ich, noch im Kopf. Aber den Rest, die anderen... Ah, doch, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder und es wird kein Spaß, sage ich euch. Es wird ein Pain in the Ass. Es wird schmerzhaft. Es wird... Wir werden uns wünschen, nie geboren zu sein. Okay, so krass wird es wahrscheinlich nicht, aber... Es wird schon irgendwie böse, ja. Ja, doch, es wird böse. Fällt mir jetzt gerade wieder ein, wie es war. Aber gut, da müssen wir durch. Conny, zu Conny gelangen wir jetzt, indem wir hier diese Bahn aufgeklappt haben und sie taucht dann wirklich erst auf. Irgendwie aus dem Himmel gesprungen. Augenbart, hier komm ich, Conny. Ja, wenn wir uns ihr nähern. So, also Conny. Es geht los. Oder so ähnlich. Du bist ein starker Trainer, das sehe ich sofort. Los, fangen wir am besten gleich an. Also, ich glaube, Conny ist nicht so der Freund von Smalltalk. Die hat es lieber gerne... Schnell Del Bell. Und Conny schickt erstmal Lin Fu in den Kampf. Ich hätte jetzt, glaube ich, mit einem anderen Pokémon gerechnet, aber Lin Fu geht vollkommen in Ordnung. Da wir ja auch noch unser Gamma Bunter vorne haben. So. So, Gamma Bunter wird jetzt erstmal von Mogelieb getroffen. Was nicht so gut ist. Aber die Arena ist geil. Guckt euch das mal an, also der Hintergrund. Das sieht echt schnieke aus, muss ich sagen. Schnieke. Tolles Wort. So, Steigerungshieb. Zieht sogar einigermaßen was ab. Aber da Ackerwelle Intuit ist, wird jetzt Lin Fu erstmal locker ohne Probleme besiegt. So, Two-Hit auf Lin Fu. So, was wird sie jetzt als nächstes in den Kampf schicken? Sie schickt als nächstes erstmal reiche Lungenhut Level 34. Rezladero in den Kampf. Okay, Rezladero ist das Pokémon Havlucha, was ich ja so total abfeier. Habe ich euch ja schon gesagt. Und es ist von Typen, wie wir auch jetzt gleich sehen werden, von Typen Flug und Kampf. So, da es auch ein Typ Flug ist und ich hoffe, dass wir schneller sind, greifen wir jetzt erstmal mit Donnerblitz an, aber Flying Press. Der wohl epischste Kampfmove seit lange. Flying Press ist aber ein wirklich besonderer Move. Und zwar ist Flying Press ein Angriff-Move, also ein Angriffs-Move, der wirklich mit zwei Typen parallel angreift. Mit Flying Press greift ihr gleichzeitig mit dem Kampftypen an und gleichzeitig wiederum mit dem Flugtypen. Das ist extrem heftig, extrem cool, wie ich finde. Und ja, dadurch lassen sich coole Kombinationen ermöglichen. So, jetzt nochmal Flying Press. Ich hoffe, Gamma Bunter überlebt das. Und Gamma Bunter überlebt das auch knapp. Kontert mit einer Aquavelle und Aquavelle. Bah, reicht um Rezladero zu K.O.'n. Jawoll. So lobe ich mir das. Ist schon eine schwierige Barriere besiegt worden. Und Marshock. Hä, Marshock? Komisch. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass sie ihr Lucario benutzt. Aber dann wäre sie ja, glaube ich, ein bisschen zu stark. Na egal, soll uns recht sein. Sturzbach, geboosteter Aquavelle gegen dieses Marshock. Marshock wird verwirrt. Und Marshock greift sich selbst an, Fragezeichen. Ja. Und damit hätten wir diesen Arena-Leiterkampf locker flockig gewonnen. Ihr Lucario hat sie Gott sei Dank nicht benutzt. Wobei, wäre eigentlich sogar ganz cool gewesen, wenn sie es benutzt hätte. Denn Junglot hätte dieses Lucario grün und blau geprügelt. Grün und blau, versteht ihr den Witz? Haha, Lucario ist doch schon blau. Ich halte die Klappe. So, 30 auch noch für Flower Power. Und damit wird Conny besiegt. Schock, schwere Not. Ja, 10.000 Poké-Dollar, rich motherfuckers sind wir. Und Conny, die Arena-Leiterin von Niantara City, gibt sich geschlagen. Hiermit erkenne ich dein Talent als Trainer an und verleihe dir feierlich diesen Orden.
Oder so ähnlich. Na los, nimm endlich. Bäm. Der Fistorden. Nee, Forstorden gab's schon. Nee, Knöchelorden gab's. Regiert den Rauborden von Conny. Der Rauborden sorgt dafür, dass du mit allen Pokémon bis Level 50 auf einer Wellenlänge bist. Das gilt selbst für per Tausch erhaltene Pokémon. Außerdem kannst du dich mittels der VM-Attacke Surfer auf dem Wasser fortbewegen, selbst wenn du dich nicht gerade in einem Kampf befindest. Ach ja, diese TM wollte ich dir auch noch geben. Probier sie unbedingt mal aus. TM 98 Steigerungshieb. Eine TM, die wir wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch gebrauchen werden, aber dazu später mehr. Wie der Name bereits vermuten lässt, hilft Steigerungshieb dem Anwender dabei, seine Leistung zu steigern. Er härtet seine Fäuste mit jedem Einsatz weiter ab und erhöht so seinen Angriff. Jetzt muss ich mich aber erstmal bei dir entschuldigen. Ich kann dir den Mega-Ring nämlich erst auf der Spitze des Turms der Erkenntnis überreichen. Bitte sei mir nicht böse, dass ich dich pausenlos durch die Gegend scheuche. Zum Schluss hätte ich noch eine Bitte. Jetzt wo du wie ich dazu in der Lage bist, eine Mega-Entwicklung herbeizuführen, würde ich gerne erneut gegen dich kämpfen. Lucario und ich erwarten dich auf der Spitze des Turm der Erkenntnis. Ja, ihr habt's gelesen, oder ich hab's vorgelesen, der nächste Auftritt, das nächste, was wir jetzt machen werden, mit der Story, ist den Turm der Erkenntnis stürmen und dann Conny zu einem heißen Kampf auf dem Turm der Erkenntnis führen. Und wir haben, by the way, unseren dritten Orden, was auch ziemlich dufte ist. Ich meine, drei Orden sind besser als zwei. Wir haben jetzt in den letzten Parts zwei Orden geholt. Langsam wird das Spiel, steigert sich das Spiel. Steigerungshieb, versteht ihr? So, und Steigerungshieb oder Doppelkick auf Junglut. Ich denke, wir lassen Doppelkick drauf, weil Steigerungshieb ist zwar ein cooler Move, aber ja, er hat natürlich nur 40 Base Schaden, ne? Na egal. So, und wir heilen jetzt erstmal unsere Pokémon und danach würde ich mal sagen, meine Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Wieder schon reingehauen. Bis bald, macht's gut und ciao. Euer Rigi.